Ja, liebe gute Freunde, zweiter Tag Expo Milano, 11:45 Uhr, wir stehen an, um da reinzukommen. Und da macht noch einer eine Umfrage. Ja, gestern, ne, wir hatten viele Probleme, unser BNB hat nicht funktioniert. Ja, liebe unsere Freunde, glaube ich, das ist nicht so für den Bauerhaus. Zu viele Leute, wenn man da irgendwo rein will, zum Beispiel bei Vietnam hinter mir, da steht man eine Stunde. Ja, vielleicht könnte ja der Bauerhaus mal Reis pflanzen, ne? Wäre das wohl eine gute Idee. Anne macht Notizen, wo wir gewesen sind. So, Wasser tanken. Finde ich noch gut. Gratis gibt es hier Wasser. Auf den Seiten gibt es da gewisse Punkte, da sind ein bisschen weniger Leute. Wir marschieren lieber dort als im großen Rummel hinter mir. Gut gemacht. Alles Harassen, ne? Holzharassen. Was gefällt dem Bauerhaus? Gut gemacht, beidseitig spiegeln, offen gegen oben. Die polnische Präsentation. Und da läuft der Bauerhaus im Spiegel. Ne? Gehen wir sauber weg. Nigga gon' know it, them who shot you, they don't even know it. It's a $1,000 pistol. Wir besuchen Frankreich. So, es ist jetzt
6 Uhr. Bin hier am, wir sind hier am oberen Ende der Expo. Jetzt marschieren wir zurück. Unser Plan ist bei Frankreich Nachtessen. Und dann wäre der Besuch von Bauerhausi und Anne in Mailand oder an der Expo beendet. Der morgige Tag werden wir noch ein wenig in der Stadt herummarschieren und am Abend heimfahren. Was suchst du jetzt? Ja, wir laufen so früh bis zu Frankreich heim. Ja. Liebe YouTube-Freunde, wir warten auf unsere S-Bahn, die kommt 2028, hoffe ich. Es sind viele Leute hier, die wollen alle nach Hause, Bauerhausi und die Anne auch. Ins Hotel wollen wir bleiben noch eine Nacht, bla 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 bla.